So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist bei mir Sonntag. Ich produziere das schon mal vor, ich weiß gar nicht für wann. Am Sonntag heute haben wir Sakyan Raids gemacht. Am Dienstag darauf will ich den Sakyan Community Raid hochladen. Am Mittwoch ist dann die Sakyan Raid Stunde. Auch wenn Sakyan und Samazender beide gleichzeitig in den Raids anzutreffen sind, ist die Raid Stunde so gelegt, dass ihr am ersten Mittwoch Sakyan habt oder Zacian, wie ihr sagen würdet, und am zweiten Mittwoch Samazender. Ich möchte das auch aufteilen, deswegen gibt es ein Wochenende Zacian, ein Wochenende Samazender und so gibt es auch zwei Community Raids natürlich. Ich war jetzt gerade hier an der Brücke der Technik, habe den Community Raid mit Samazender gemacht, weil ich unter Zeitdruck stand und vorher auch noch Eier ausbrüten musste, spreche ich das Intro jetzt nach dem Video ein und ihr seht das vorher. Kann ich euch ja auch mal zeigen, das ist die Brücke der Technik. Normalerweise sieht man immer den Weg, wie ich hierher komme und wie ich dann wieder weggehe. Wir müssen es aber jetzt mal so machen. Das hier hinten ist ein Zacian, wie ihr sagen würdet. Hier war ein Samazender, was ich immer doof finde, wenn mehrere Bosse gleichzeitig da sind. Ihr könnt euch dann nicht wirklich verabreden, weil die einen wollen das raiden, die anderen wollen das raiden. Dann heißt es, ja, Fünfer geht auf, was ist es? Ich weiß es nicht. Guckt jemand nach, dann sagen plötzlich wieder alle ab, weil sie das doch nicht wollen. Wenn eines drin ist und ihr genau wisst, das ist das und die Leute melden sich an, klappt das eigentlich besser. Ich bin kein Freund davon, wenn mehrere Bosse gleichzeitig drin sind. Das liebe ich sonst an den Fünfern, dass dann nur einer ist und nicht wie bei einer Raid. Und du Pikachu suchst, es einfach 10 verschiedene gibt, die da rauskommen können und kein Pikachu dabei ist. Wir haben den jetzt 18 Uhr angesetzt und gemacht. Wer dabei war, das seht ihr gleich. Und ich möchte nochmal hier runter scrollen. Ich hatte nämlich, als sie frisch reingekommen sind zum Raid-Boss-Wechsel, hier auch wieder eine Übersicht gepostet. Diese Konda-Übersicht für Sakyan mit 21,88 und 27,35. Und das gleiche von den WP gilt auch für Samazender. 21,88 und 27,35. Sakyan ist 3 Spieler rot, aber ich glaube, den könnte man auch im Duo gut schaffen. Samazender ist 3 Spieler orange, aber ich glaube, auch den könnten Leute im Duo schaffen. Habt ihr schon mal einen Zacian oder Samazender Duo gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und weil der Typ Kampf ist, hat er Schwächen natürlich Fee, Psycho und Flug. Hier wird aufgelistet Krypto, Mewtwo auf Platz 1. Wir haben Mega Latias, Mega Latios sowas. Wir haben da auch Flug, Krypto, Lavados. Wir haben andere Kryptos. Krypto Metagross ist dabei. Ich habe keine Krypto-Konda jetzt gehabt. Ich habe einfach das genommen, was es vorschlägt. Ich nehme meistens immer das, was es vorschlägt. Ich habe 100% Mewtwo auf Level 50. Das ist kein Krypto. Ich könnte ein Krypto aber noch auf 50 machen. Müssen wir mal gucken, wann wir das machen können. Da ist sogar Gala Arctos dabei mit Psycho-Klinge und Sturzflug. Dass das so krass ist, wusste ich gar nicht. Aber ihr nehmt auf jeden Fall Psycho-Konda gegen das Teil, nehmt ein paar Leute mit und dann haut einfach drauf. So richtig nützlich ist das, glaube ich, nicht. Zacian ist in der GBL wenigstens noch einsetzbar. Samazender, glaube ich, weder Raid noch GBL irgendwie zu gebrauchen. Kann auch nicht shiny sein, ich sag's nochmal dazu. Aber erstmal Pokédex-Eintrag haben und mit dem täglichen freien Pass kann man das ja machen. Ein 100er würde ich auf jeden Fall trotzdem auf Level 50 ziehen. Ich zeige euch jetzt gleich, wen wir alles einladen, dann machen wir den Raid und dann, ja, herzlich willkommen, Samazender. So, wir sind an der Arena angekommen. Stimme ist immer noch kaputt. Ich muss jetzt mal hier drauf, dass ihr den mal seht. Ich will euch aber ganz kurz mal vorlesen, wen wir einladen zum Samazender Raid. Einer hat auf dem Link noch nicht angenommen, sehe ich gerade. Ich kann euch das trotzdem mal zeigen, wie es normalerweise wäre. Ich musste wieder improvisieren, weil ich auf dem einen Account keinen Pass mehr hatte, sodass ich jetzt den Samyang Bulldog Rahmen, den Samyang Bulldog dazu nehme. Auf dem einen Account hätte ich der Wanderer, Kuli Uhuwe, Ivar Schaf, Max Aluhut und auf dem anderen Marco FedEx, 1 Kommandant, Trainer Sir Abs Kaiser Kai und Reihen der Dünne. Was die Kondas sind und was sonst wo gab, habe ich euch gezeigt, eigentlich noch nicht. Ich muss das Intro nachträglich aufnehmen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hier drauf in einer privaten Gruppe. Drücken die Pässe hier rein. Wählen grün brennt Maus. Drücken hier dreimal MMM, nehmen die 5 mit auf dem einen,
laden hier ein. Reihen, Aluhut, Kuli, der Wanderer und Kaiser Kai versuchen mit dem jetzt auch über den Arena-Code, über den Lobby-Code reinzukommen. Grün brennt Maus, haben wir ja gesagt. Geh mal rein. Ich habe gesehen, Pupsi will auch mitmachen. Pupsi ist jetzt nicht vor Ort. Pupsi hat keinen Gruppencode. Pupsi müsste theoretisch warten, bis alle drin sind, dass ich dann die Arena aufmache. Wir wären ja wieder 10 plus 3, also 13 Leute. Bei 13 könnte man dann öffentlich machen, sodass auch Fremde noch hinzugreifen können. Es sind jetzt insgesamt gerade 10. Ich denke mal, bei 60 werde ich es auch einfach aufmachen, dass sie das auch noch merkt, dass sie mit dazu kann. Wir sind jetzt hier bei 55. Ich stelle es jetzt einfach mal auf öffentlich. Ich hatte eben noch da drüben gesessen, habe noch Eier ausgebrütet, war schon hier unten, musste jetzt noch fix adden. Wir sind 3 Minuten zu spät. Trotzdem, Community Raid Zamazenta muss auch sein. Wir haben Sakyan begrüßt, wir wollen noch Zamazenta begrüßen. Ich guck mal, ob ich mich noch anders hinsetzen kann. Dann kann ich euch nochmal weiter erzählen, was wir hier Schönes haben. So, das sieht doch richtig komisch aus. Aber so lass mal das, so sitze ich jetzt wenigstens auf dem Po. So. Wir haben Mewtwo als Raid-Conda bei fast allen Accounts. Hier ist Mewtwo drauf. Als 6, das ist hier ein Glurak. Hier habt ihr 6-mal Mewtwo drauf. Shinies, nicht Shinies, normale. Hier habt ihr Mewtwo drauf. Da ist auch das 100%ige dabei. Das ist unten in der Mitte. Es ist auch ein Mega-Taubos am Start. Wir sind noch 14 Leute. Das heißt, könnte sein, dass alles geklappt hat, dass wir 10 Eingeladene sind. 3 bei mir hier und ein Pupsi dazu, sodass wir insgesamt also 14 sind. Falls es jemand nicht reingeschafft hat, schreibt es in die Kommentare. Psycho ist auf jeden Fall ein guter Konda. Das ist ja hier auch theoretisch ein Kampf-Pokémon, wie man sieht. Also Psycho gegen Kampf geht immer, deswegen Mewtwo kannst du sowieso gegen alles nehmen. Mewtwo hat auch so eine Attackenvielfalt, dass du Mewtwo wirklich überall einsetzen kannst. Mewtwo ist nicht umsonst eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Pokémon. Alle freuen sich immer, wenn Mewtwo kommt. Ich bin damit eigentlich durch. Müsste aber auch noch ein paar maxen. Ich wollte noch mein 100er Rüstungs-Mewtwo maxen. Das muss ich demnächst mal machen. Wir sind auch theoretisch jetzt schon durch mit dem Raid. Normalerweise hätte ich euch immer da oben drauf gestellt. Dann hätte das auf jeden Fall besser ausgesehen. Ich muss jetzt so improvisieren, dass ich überhaupt hier sitzen kann. Wie gesagt, ich muss das Intro noch nach dem Video aufsprechen und so tun, als wäre es vor dem Video. Klingt auch komisch. Jetzt haben wir hier die Aufstiege. 21,88 müsste auch das 100er sein. Ich glaube, das habe ich mir gemerkt. Das ist bei Sakyan und Zamazenta nämlich beides gleich. Gehen jetzt mal hier durch. Shiny gibt es nicht. Stimme ist immer noch kaputt. Habe mich die ganze Nacht ausgekotzt gestern. Haben die Leute wieder gedacht, warst du wieder auf dem Konzert, hast rumgebrüllt oder was? Nein, ich habe einfach nur mich übergeben, weil wir gestern in Bad Rodach waren. Und der Döner war einfach nur richtig abartig, den wir dann mitnehmen wollten. Habe ich mich ausgekotzt die ganze Nacht und jetzt ist das das, was übrig ist. Wir haben hier Ausdauer-Spezialist Kuli Uhuwe, Samyang Bulldog Gigant, Margo FedEx Starläufer, Trainer Sir Abs Reisender und Ivar Scharf letzter Angriff. 21,26, 21,50, 21,50 ist bis jetzt das Beste und wir haben 21,54, jetzt ist das Beste. Hier zum Fang möchte ich euch aber hier oben drauf stellen, weil das eben besser passt. Es sieht wieder aus wie Scheiße hier. Guckt euch das mal an. Hier, nicht nur, dass die ganze Brücke voll geschmiert ist und einfach richtig asozial aussieht. Nein, hier liegt einfach der Drecksmüll. Hier ist das ganze Dreck, Müll reingeschmissen, hier das ganze Fressen, der ganze Mist. Ich finde es einfach richtig räudig. Ist ja schön, dass sich die Jugendlichen dann immer hier aufhalten und so, aber keine Ahnung. Eigentlich müsste man allen ins Bett scheißen und dann mal gucken, ob sie das immer noch cool finden. Ja, das ist mein Bett, ich schlafe nämlich in der Brücke, genau. So könnte man das sagen. Hier klebt auch ein Kaugummi, sieht auch richtig genial aus. Wir versuchen den jetzt noch zu fangen. Ihr könntet wieder den Kreis einstellen. Wir curven einfach wild drauf los. In der Hoffnung, dass der Kreis passt. Ich gehe mal davon aus, der Kreis passt. Und warte jetzt geduldig auf seinen Angriff. Der sieht irgendwie auch fülliger aus und kräftiger und aggressiver als Sakyan. War das ein Angriff? Nein, das war kein Angriff.
Das ist der Angriff. Wenn er nach hinten geht und einmal wie so ausholt, das ist der Angriff. Das andere ist nur einfach ein Move zwischendurch. Die haben verschiedene Animationen, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr wirklich jeden Ball treffen wollt, dass ihr nur wie jetzt nach dem Angriff werft, einfach fabelhaft und dann passiert eigentlich nichts, dann haut keiner ab, dann sind die eigentlich wirklich safe drin, wenn ihr jeden trefft. Kann aber trotzdem passieren. Also eigentlich ist egal, was man macht, die können eh abhauen. Für mich sieht es jetzt gemütlich aus, ich schaue jetzt einfach hier immer drauf, er kommt wieder raus, kein Problem. Wir verstellen den Kreis nicht, wir warten wieder, er greift an, wir curven, wir werfen, einfach fabelhaft. Also das ist jetzt irgendwie chillig. Ich fand Sakyan, fand ich schon richtig gut zu werfen, hat Spaß gemacht. Samazenta, meiner Meinung nach sogar noch besser zu werfen, weil er irgendwie gefühlt ein bisschen weiter vorne sitzt und auch irgendwie insgesamt ein bisschen wuchtiger und größer erscheint, dadurch auch der Kreis größer ist, in den ihr treffen müsst. Und so sieht das locker flockig aus, gerade auch mit diesem iPhone XR. Müssen wieder Werbung machen. Und er ist drin. Er ist drin. Das war alles. Gibt es irgendwelche Glücksfreunde? Ich glaube nicht. Hiervon brauche ich auf jeden Fall noch ein hundertprozentiges. Aber nicht jetzt. Erst wenn es das als Shiny gibt. Irgendwann mal. Bis dahin habe ich Zeit. Muss es nicht übertreiben. Ich mache auch nur täglich meinen Raid Pass weg. 15 Angriff. 11 Verteidigung. KP 12. Kann man mitnehmen. Ansonsten ist das hier unser Park. Wie ihr seht. Da ploppt auch nichts auf, gibt also keine Level-Ups oder irgendwas, brauchen wir aber auch nicht. Hier hinten ist noch einer aufgegangen, glaube ich, oder wollte aufgehen in 5 Minuten, das kann aber nicht der sein. Ach genau, der, den habe ich gemeint. Wenn der nämlich kein Samazenta gewesen wäre, hätte ich den noch gehabt, aber der ist eh ein Sakyan geworden, also ein Zacian. Wir haben das aber gelöst, wart ihr dabei, habt ihr ein gutes bekommen? Was ist euch lieber, Zacian oder Samazenta? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.